Gefängnisseife. Oh shit, oh shit, oh shit. Mechanischer Kumpel erzählt Witze, kocht, poliert Schuhe und bedient Module. Oh no, oh no. Shit, 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 shit. Oh. Ich brauche jetzt ein Erfolgserlebnis. Ja, das war's wohl mal wieder. Wie soll ich denn da durchkommen? Uwe, los. Was, eine Erbsenpistole. Das ist großartig. Bam! Ausgang! Ausgang! Ja, Dungeon geschafft! Oh. Herzlich willkommen hier beim neuen Let's Play von Dungeon of the Endless. Ich labe einfach nicht rum, sondern starte einfach nochmal eine Runde. Und schau mal, ob wir jetzt weiterkommen als die letzten beiden Male. Ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, weil irgendwie, ja, ist gar nicht so leicht das Spiel, aber schauen wir mal, wie es jetzt so weitergeht. So, was bauen wir uns denn hier? Ich sage, wir bauen uns so ein Dingenskirchen, na, ein Nahrungsmodul oder ein Industriemodul. So, wir bauen uns ein Industriemodul und schauen mal, was dann so passiert. Und jetzt warte mal hier. Ah, mit 1 und 2. Shortcut-mäßig hin und her. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay. Dann mach du mal die nächste Tür auf. Du gehst hier auch mit rein. Jawohl, allen auf die Schnauze. Gut. Und hier auch. Ja, so viele tolle Sachen gibt es hier gar nicht. Oh, es geht schon wieder rund. Gut, ein Dust dazu, das ist jetzt nicht gerade besonders viel. Aber pass mal auf, ich glaube, wir können ja hier schon Level Up vergeben. Jawohl, neue Stufe. 25. Und jetzt können wir über einen eigenstromversorgten Raum, habe ich gefunden. Das ist gut. Hunderudel, okay. Ein magisches Regenbogenfeuer. Das hört sich ja sehr sweet an. Aber ich habe keine aktiven Fähigkeiten. Hat er hier aktive Fähigkeiten? Nee, auch nicht. Ich würde sagen, jetzt können wir uns hier aber ein Nahrungsmodul hinklatschen. Und wir haben einen neuen Gegenstand gefunden. Gefängnisseife. Das, ich will nicht sagen, weckt unschöne Erinnerungen, denn Erinnerungen habe ich daran zum Glück keine, aber immer wenn sowas in Filmen vorkommt, dann sie sieht aus wie Vulkangestein und fühlt sich auch so an. Dafür kann sie aber zur Körperpflege und zur Körperverteidigung hergehen. Natürlich, natürlich. Hätten wir es anders erwartet? Natürlich nicht. Gefängnisseife. Erhöht unseren Verteidigungswert. Ist klar, ne? Feindliche Kreaturen. Oh, oh, oh. Guck mal hier, guck mal da. Du kriegst auch auf die Lotte. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich lass immer so ein bisschen meine, Verteidigung außer Acht. Ich muss daran definitiv arbeiten. Okay. Dann weißt du, wie wir das machen? Indem wir uns hier noch ein Industriemodul hinklatschen. Und hier auch gleich noch so ein Treiberding. Gut. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen eine schnellere Runde. Ich gehe jetzt nicht mehr so taktisch vor wie anno dazu. Mal, was haben wir gefunden? Ein Artefakt, Welle im Anmarsch.
Oh no, no me gusta. Ach, da ist auch noch einer. Guck mal hier. Nur flott. Und zack, ist das Modul schon wieder gerichtet. Ja, und geht's jetzt hier auch mal weiter? Nee, anscheinend nicht. Wir können, glaube ich, auch. Können wir gerade gar nicht. Nee, wir können gerade gar nichts bauen. Was? Prozent? Ach nee, von diesen Zahnrädchen, nicht Prozent. Nachdem das hier unser Last Resort ist, Was ist denn das hier eigentlich? Forschung, okay. Mechanischer Kumpel erzählt Witze, kocht, poliert Schuhe und bedient Module. Ja, ich habe keine Ahnung, wofür das gut ist. Maschinengewehr. Vorrangiges Ziel, Spezialmonster und bioorganische Übertragung. Was macht das? Ach, das ist aber ziemlich cool. Ich glaube, das nehme ich. Gut. Das klatschen wir uns hier noch hin. Na, wie hieß denn das Ding? Ich dachte, das könnte ich jetzt bauen. Ich habe einen Gegenstand gefunden. Ist das jetzt einfach eine Fähigkeit gewesen, oder... Tja, es scheint hier so. Wir gehen weiter. Tja, da haut's den Dampf raus. Oh, was ist denn das? Das fing gar nicht gut an. Okay. Ist die Welle jetzt überstanden? Ich hoffe doch. Weißt du, was wir machen? Wir machen hier mal Licht. Dann kann uns von der Seite schon mal niemand mehr in den Rücken fallen. Und guck mal hier. Den kann ich, glaube ich, jetzt auch auf die nächste Stufe hochhieven. Jawohl, das hat ja hervorragend funktioniert. Kannst du jetzt was? Kann gerade leider nichts, aber macht nichts. Ist das jetzt hier der Ausgang? Irgendwie vermute ich mal. Oh, was ist das? Industrie gefunden. Ach, geht ja nicht. Bioorganische. Oh, oh, oh. Ja, hör mal. Ich glaube, wir laufen jetzt einfach weg. Komm, das ist besser.
Ah, hier. Schau, wie sie geheilt worden sind. Also ich weiß ja nicht, ob ich es jetzt besser mache oder einfach das Spiel ein bisschen besser läuft, aber doch. Gefällt mir gerade deutlich besser als noch die letzten Male. Ich glaube, ihn können wir hier jetzt auch wieder auf eine neue Stufe lupfen. Aktive Fähigkeiten, ganz viel Liebe. Greift an, ohne Schaden zu verursachen. Was soll das? Und was? Ich verstehe nicht, was das bringen soll. Das ist doch jetzt ein bisschen seltsam hier, oder? Oder kapiere ich da bloß was nicht? Okay, komm, zurück. Das war ganz flink. Okay, das war's schon wieder mit der Welle. So, komm, reparier mal alles. Das ist gut. Hier gibt's nichts zu reparieren. Okay. Was bauen wir uns denn noch? Haben wir hier irgendwo noch... Ah, schau, hier haben wir noch sowas frei. Bauen wir uns noch ein Wissenschaftsmodul. Da sind wir jetzt gerade ein bisschen hinten dran, oder? Komm, das muss doch bald mal der Ausgang kommen. Juhu, it's the Ausgang. Okay. Jetzt weiß ich nur nicht. Und abgenickt. Guten Morgen, natürlich. Jetzt weiß ich nur nicht, wie komme ich hier jetzt rüber. Weil immer, wenn ich diesen... Entschuldigung. Kristall hier mitnehme. Dann geht die Scheiße rund. So. Und ich probiere jetzt einfach mal was. Und zwar... Verschanze ich mich jetzt in einem von diesen beiden Räumen. Ein freier Platz im ausgewählten Raum, okay. Jetzt hole ich hier mit meinem Ingenieur den Kristall. So, und jetzt geht die Scheiße steil. Jetzt schauen wir mal zwei Wellen im Anmarsch. Jetzt, ich glaube, ich werde jetzt sterben, aber ich schaue mir das jetzt einfach mal an, wie das jetzt so rausgeht. Ob ich jetzt wirklich nichts dagegen machen kann. Ob da jetzt immer weiter Wellen kommen, bis ich irgendwann einfach zusammenbreche. Oder ob es da eine Möglichkeit gibt, da wirklich was dagegen zu tun. Abgenickt? Nee, Verzögerung ist nicht so schlimm. Ich war hier nur gerade hochkonzentriert, verstehst du? Hochkonzentriert
Und außerdem hat mein Twitch-Bot ein bisschen herumgespackt. Entschuldige. Ich schmeiß den gleich nochmal neu an. Uiuiui. Also ich glaube, es kommen jetzt einfach immer weiter Wellen, bis wir hier irgendwann eines grausamen, unnatürlichen Todes sterben. Oh. Ja, das war's wohl mal wieder. Wie soll ich denn da durchkommen? Ufer los. Keine Ahnung, echt. Zurück zum Menü. Das probieren wir gleich nochmal. War das jetzt gerade? Mal schauen. 344 Monster getötet. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt? Ah ne, das war jetzt. Hier, 411. Nochmal Neues. Wir probieren es jetzt einfach mal anders. Und zwar, was nehmen wir denn? Tiermeisterin. Keine Ahnung, was die so macht. Bulldozer. Was war der rote Balken gleich wieder? Schaden über Zeit. Weißt du was? Wir nehmen jetzt einfach mal zwei Heavies, auch wenn man das ja eigentlich nicht machen sollte, weil man dann in den späteren Leveln Probleme kriegt. Aber ich will jetzt erstmal, das erste Level schaffen. Das wäre jetzt einfach mal schön. Ich brauche jetzt ein Erfolgserlebnis. So, nachdem hier auch jedes Mal der Dungeon wieder neu gemacht wird. Gemacht ist auch ein schönes Verb. Ja, gebaut wird. Computer generiert wird, hört sich gut an. Das hört sich nach einem passenden Terminus an. Ja. Gleicht kein Spielerlebnis dem nächsten. Was? Eine Erbsenpistole. Das ist großartig. Die will ich natürlich sofort haben. Nicht. Die kann ich auch gar nicht hernehmen. Ja, okay. Sind im Rucksack fürs nächste Level gespeichert. Toll. Bin total happy. Und wir geben dir jetzt gleich mal ein Level ab. Läuft bei uns. Das Spiel habe ich tatsächlich ja nicht gerade erst gekauft. Da sind schon zwei Let's Plays auf meinem YouTube-Channel. Aber ich bin da total unbedarft. Also ich habe mich weder eingelesen noch sonst irgendwas. Ich gehe jetzt einfach mal, wie gesagt, sehr unbedarft an das Spiel ran. Und zock da einfach mal, so wie ich mir das gerade halt einbilde. Es geht also darum, wir sind mit einer Rettungskapsel tief in... keine Ahnung was, in irgendwas reingefallen. Okay, das ist gut. Also wir sind mit unserer Rettungskapsel in einen Berg oder was, oder einen Planeten, sagen wir es einfach mal ganz allgemein, reingekracht. Und müssen hier unseren Energiekristall aus dieser Rettungskapsel wieder nach oben bringen. Also und wir kämpfen uns jetzt aus den niedrigen Leveln langsam nach oben. Und da gibt es jetzt hier mehrere Räume und wir haben immer nur eine gewisse Anzahl an Dust. Dust ist so eine Art Energieressource. Und mit 10 Dust können wir, glaube ich, jeweils einen Raum mit
Energie versorgen. Und Räume, die mit Energie versorgt sind, da können schon mal keine Monster spawnen. In den dunklen Räumen hingegen schon. So, dann haben wir hier noch so eine Industrieressource. Mit Industrieressourcen können wir neue Module errichten. So, zum Beispiel hier diese kleinen Laserpistolen, die da rumstehen. Und uns das Leben ein klein wenig einfacher machen. Naja, gucken wir hier. Und unsere Helden können natürlich die Kreaturen auch wegballern. Das haben wir ja gerade eben gesehen. Dann gibt es noch die Ressource Wissenschaft. Damit können wir neue Technologien erforschen. Und mit Nahrung können wir unsere Helden sowohl heilen wie auch aufleveln. Was natürlich auch nicht zu verachten ist. So. Und es ist also Rook-like. Das heißt, wenn du einmal stirbst, dann bist du hin. Du kannst auch nicht speichern. Aber es hat einen wahnsinnig hohen Wiederspielwert. Was? Oh. Was wollen wir haben? Wahllose Wumme. Ja, das können wir uns jetzt wegen unseres niedrigen Wissenschaftswertes hier nicht kaufen. Verstärkt die Angriffskraft aller Helden im selben Raum um 15%. Das nehmen wir uns doch mal. Am Anfang kann man auch nur zwei Helden haben. Ich glaube, das lässt sich später steigern auf bis zu vier. Und es gibt eben auch unterschiedliche Heldenklassen. Du kannst also hier die schweren Tanks, die Schaden verursachen, reinpacken. Kannst aber auch dann irgendwelche Wissenschaftler dazu packen. Ah ja, schau, und jetzt haben wir nicht... Lass uns reich werden, oder zumindest mich. Wer will das? Ein Händler ist das. Okay. Jetzt kommen hier unten gleich bestimmt wieder die bösen Viecher rein. Aber jetzt will ich mal wissen, was er so anzubieten hat. Hier, Häftlingskluft für neuen Wissenschaft. Wir haben keinen einzigen Wissenschaftspunkt, deshalb... Am Urs... Können wir ihm was verkaufen? Die Erbsenpistole können wir ihm verkaufen. Schauen, jetzt können wir uns aussuchen. Gebe ich jetzt meine Wissenschaftspunkte hier für die Häftlingskluft aus. Verteidigung 3. Das mache ich jetzt einfach mal. Oder gebe ich die Wissenschaftspunkte eben für irgendwas anderes aus. Jetzt lege ich dem hier die Häftlingskluft an. Und jetzt hat er bessere Verteidigung. So. Und das Spiel Dungeon of the Endless, also ich muss sagen, ich fand es sehr geil. Was habe ich gefunden? Schnellzieher im Inventar abgelegt. Ich gehe jetzt bloß mal schnell wieder zurück mit dem Schnellzieher. Ja, bringt uns auch nichts. Kann er nicht verwenden oder noch nicht verwenden? Das müssen wir mal gucken. Dungeon of the Endless hat es auf jeden Fall bei Steam im Sonderangebot gegeben. Da war es stark reduziert. Ich weiß nicht, was ich gezahlt habe. Irgendwas um die 4 Euro, glaube ich. Das Spiel ist von 2014. Von irgendeinem französischen Studio. Ich weiß nicht mehr, wie die geheißen haben. Ich müsste jetzt echt nachgucken. Weiß ich gerade nicht. Tut mir leid. Und ist auf jeden Fall eins der Spiele, wo man sagt, ey geil, endlich mal was Neues. Wobei... Eigentlich muss man ja auch wieder sagen, eigentlich ist es gar nichts Neues. Es ist einfach nur, es sind viele Sachen zusammengeschustert. Ne? Du hast so ein bisschen Tower Defense hier, du hast Dungeon Crawling, du hast ein bisschen Rollenspiel. Ja, es ist halt, und daraus finde ich, ergibt sich mehr als die Summe seiner Teile. Und jetzt wird es eben gerade wieder richtig happig, weil wir jetzt irgendwie versuchen müssen, da uns wieder hochzuschießen, so. Okay. Wenn ich den Raum stromlos mache, das kann ich so oft machen, wie ich lustig bin. Dann reduziert sich auch, wenn sich da so ein Nahrungsmittelgenerator du hast noch Zeit. Das freut mich. Super. Wenn wir das hier immer wieder an- und ausschalten, dann reduziert sich eben auch unsere Nahrung. Und jetzt geben wir dem Heavy noch eine neue Stufe dazu.
Und jetzt hoffe ich, dass wir uns da irgendwie durchballern können. Jetzt lass mich das nur mal schnell taktisch ein bisschen erwägen. Wir müssen jetzt hier... Soll ich den ausmachen? Ich mach den jetzt einfach mal aus, weil hier sind eh nicht so viele Türme. Kann ich den weghauen und krieg dann Geld dafür? Nee, das war jetzt einfach nur so kaputt gemacht. Okay, egal. Dann mache ich hier mal aus. Mach den an. Unterstützungsfeuerbot erhöht den Schaden der Helden im gleichen Raum. Das wird hart. Das wird echt hart, da hochzukommen. Und mit ihm muss ich jetzt den Kristall. Machen wir mal den Raum an. Den Raum an und den Raum an. Okay, und dann sind wir ja. Ne, sind wir nicht fast schon da. Dann machen wir den aus. Was ist mit dem hier? Der ist kacke. Wer bist du? Du bist der Händler, oder? Ich schaue jetzt bloß gerade, wo ich am besten Strom drauf gebe. Okay, das können wir gar nicht. Also dann geben wir hier mal Strom drauf, da mal Strom drauf. Und hier. Können wir sonst noch? Ah, hier ist auch an. Hier ist an. Hier ist an. Okay. Dann kann nur... aus dem Raum kann also noch was spawnen. Okay. Dann baue ich mir jetzt hier mal ganz viele von diesen... Ballerdingern. Mal hier. Also in die Eingangsräume natürlich. Viele. Weil da kommen sie natürlich als erstes rein, die bösen Figuren. Und hier so. Als kleine Zwischenstufe auch. Alles klar, abgenickt. Mach's gut, bis bald. Und ich versuche jetzt nochmal möglichst schnell hier hochzukommen. Und mein Heavy. Muss hier jetzt die Stellung halten. Ich glaube, das funktioniert auch sogar in dem... Oh, jetzt habe ich hier aus Versehen geheilt. Ein Held, der einen Kristall trägt, kann keine Fähigkeiten benutzen. Ja, das ist natürlich geil. Okay, okay. Und. Oh mal ganz locker. Level geschafft. Ja, komm, 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 rin! Rin! Bam! Ausgang! Ausgang! Ja, Dungeon geschafft! Oh. Okay, dieser eine Zahnarztbesuch damals ist jetzt nur noch das zweitschlimmste Erlebnis meines Lebens. Wow, mit diesen Wortäußerungen gewinnen die Charaktere ja richtig an Tiefe. Oh, das wird sich jetzt natürlich bitter rächen, dass ich mir zwei Heavies mitgenommen habe, jetzt hier ins zweite Level. Aber ich wollte einfach mal ins zweite Level kommen. So. Zweites Level hier, alles gleich viel schöner. Supi. Und wie es hier im zweiten Level weitergeht.
Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis gleich.